Es geht weiter mit Let's Play Pokémon Alpha Saphir und wir sind Team Aqua auf der Spur und naja, wir haben den Verdacht, dass sie nun im Metaflortunnel sind, aber hier steht noch jemand vor. Was ist mit dir? Den kennen wir auch schon. Oh, was mache ich nur? Pico und ich haben gerade einen Spaziergang gemacht, als plötzlich dieser Schurke aufgetaucht ist. Der hat mir meinen Liebling Pico geklaut. Pico, meine liebe Pico. Da gab es auch sogar zum Anime eine Folge von, die er darauf angespielt hat und die war auch ziemlich gut. Fand, weiß ich noch, die war richtig, ja, die war cool. Mochte ich. Und was für eine Überraschung, ein Flurmel. Und naja, es scheint wohl eindeutig zu sein, dass Team Aqua hier auf uns lauert. Zumindest der eine Typ von Team Aqua. Weiß nicht, ob das ganze Team hier lauert. Aber wir haben auch schon so Hinweise bekommen, dass ja auch da schon irgendein Vorstand schon informiert wurde über uns. Also wir scheinen vielleicht sogar erwartet zu werden, wer weiß. Oh, das ist... Ach, aber wir haben es noch weggesteckt. Sind noch im grünen Bereich, im wahrsten Sinne des Wortes. Und yay, Level 12. Aber das wollen wir uns unbedingt mal ansehen. Ja, da ist er. Was? Du willst gegen uns antreten? Dann mach dich besser auf eine Abreibung gefasst. Ja. Ja, was eine Pleite. Das Pokémon, das ich als Geisel genommen hatte, hat sich als völlig wertlos erwiesen. Und dann bin ich auch noch in diesen Tunnel geflüchtet, der eine totale Sackgasse ist. Hey, du, forderst du mich etwa heraus? Ja, sieht so aus. Erneut ein Team Aqua-Rüpel. Achso, ich glaube, das ist dann noch ein anderer. Ich habe gedacht, das wäre jetzt derselbe Team Aqua-Rüpel, den wir auch schon im Wald getroffen haben. Oh, und... Ja, doch, wir haben voll die guten Chancen. Denn, ja, Säuselstimme ist eine Fee-Attacke und sind damit sehr effektiv gegen Pfiffieren. Nice. Und Säuselstimme trifft immer, also kannst du damit nichts anfangen. Ja, Team Aqua ist nicht unbedingt das Stärkste. Obwohl die vom Level her doch relativ hoch sind. Aber komm, das war nichts. Ja, das ist wohl das Ende der Fahnenstange und meiner kriminellen Karriere. Naja, wenn du meinst. Ich kann auch was Kriminelles nicht unbedingt als Karriere bezeichnen. Das ist einfach nicht fair. Der Boss meinte doch, der Job sei ein Kinderspiel. Ja, wahrscheinlich trotzdem noch zu schwer für dich. Ich sollte nur ein paar Bauteile von der Devon Corporation klauen, mehr nicht. Ja, da sieht man mal, dass Klauen nicht so leicht ist heutzutage. Hm, wenn du sie so dringend wieder haben willst, dann nimm sie eben. Devon Waren. Und der läuft immer ziemlich komisch, finde ich. So, ja, so Kopf und Arme so nach vorne. Ja, weiß ich, wie so ein Dieb halt irgendwie. Pecco, ich bin froh, dass du unversehrt wieder bei mir bist. Pecco, verdammt ihr Leben. Mein Name ist Mr. Brack. Oder Mr. Brack wird er, glaube ich, Mr. Brack. Und du bist? Ah, du bist also Gary. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich wohne in dem kleinen Haus am Meer, in der Nähe des Blütenburgwalds. Komm, Pecco, wir sollten uns auf den Heimweg machen. Rie! Wingal! Oder Wingul, whatever. Na gut, damit haben wir auch das abgehakt. Und was ist mit dem jetzt? Der steht da auf einmal nicht mehr. Spitze! Der komische Typ ist aus dem Tunnel abgehauen. Jetzt kann ich endlich weitergraben. Ach so, okay. Und jetzt gehe ich mal rein da. Was geht denn hier so ab? Der Metaflurtunnel. Oh cool, wir setzen uns so hin auch so zu dem. Das ist cool. Zuerst sollten wir mit einem großen Team und schweren Maschinen durch die Felsen brechen. Aber dann mussten wir aufhören, weil sich unsere Arbeit offenbar negativ auf die wilden Pokémon in dieser Gegend ausgewirkt hat. Und deshalb haben wir jetzt nichts mehr zu tun, außer hier voll rumzuhängen. Such dir einen Job. Um ohne den Tunnel nach Wiesenflur zu kommen, muss man das Meer bei Faustauhafen überqueren. Nach Graffitport City segeln und Maldenfurt City passieren. Ja, so ist es auch. Da hat doch tatsächlich einer ganz alleine einen Tunnel nach Wiesenflur gegraben.
Er sagt, wenn man sich Stück für Stück ohne laute Maschinen durchgräbt, werden die Pokémon nicht gestört und ihr natürlicher Lebensraum bleibt erhalten. Okay. Das ist dann vielleicht der Typ hier, der hier rumsteht. Naja, hat er gute Arbeit geleistet. Ich werde jetzt mal hier entlang gehen, weil wir jetzt damit die wilden Pokémon meiden. Und ja, dann würde ich mal sagen, bringen wir die Devon-Waren zurück. Und haben damit dann auch wohl unseren Job getan. Und können dann ja mit unserer Pflicht als Trainer weitermachen. Und zum Beispiel in andere Städte aufbrechen. Oh, und wie sieht's aus? Hast du die Devon-Waren? Du hast es geschafft, du hast sie zurückbekommen. Du bist wirklich ein großartiger Trainer. Das hätte auch jeder Dreijährige hinbekommen, der einen Fifi in Level 13 besiegen kann. Ich weiß, ich werde dir zum Glück einen Superball schenken. Cool, das ist echt geil. Denn Superball ist eben die verstärkte Version von Pokéball und hat halt eine höhere Wahrscheinlichkeit. Ich möchte dich außerdem bitten, mir kurz zu folgen. Komm, mir nach. Ah, jetzt können wir das nochmal genauer sehen, was da so abgeht in dieser Firma. Dies ist die zweite Etage der Devon Corporation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Ich bin dir unendlich dankbar für deine Hilfe. Das war eine ausgesprochen selbstlose Geste von dir. Bitte warte hier einen Moment, ich bin gleich wieder zurück. Okay. Eine halbe Stunde später. Unser Präsident möchte dich sprechen. Bitte folge mir. Okay, ich folge dem gerade automatisch. Bitte hier entlang. Ach, das ist er auch schon. Ich bin Mr. Trum, der Präsident der Devon Corporation. Der sieht ja genauso aus, wie sie den im Anime gezeigt haben. Cool. Ich bin bereits voll im Bilde. Du hast einen unserer Mitarbeiter nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen, stimmt's? Du bist so außergewöhnlich, dass ich dich gerne um einen Gefallen bitten möchte. Aber als absoluter Ausnahmechef würde ich dich natürlich nie ohne Gegenleistung um etwas bitten. Gib mir doch bitte mal dein Pokémulti-Navi. Was kriegen wir denn jetzt? Okay, er hat es erweitert. Video-Navi wurde hinzugefügt. Die Funktion, um die ich dein Pokémulti-Navi gerade erweitert habe, heißt Video-Navi und ist ein Muss für jeden Trainer. Du kannst damit nicht nur Informationen aus aller Welt, sondern auch Mitteilungen zu den neuesten Ereignissen aus dem Traineralltag deiner Freunde empfangen. Im Gegenzug für dieses tolle Geschenk möchte ich dich aber wie gesagt um einen Gefallen bitten. Ich habe deinen Mitarbeiter schon zweimal gerettet und jetzt willst du noch einen Gefallen und noch eine Gegenleistung. Ich habe hier einen Brief für einen jungen Namen namens Troy, den du in Faust auf Hafen finden solltest. Den Brief an Troy erhalten. Um nach Faustauhafen zu gelangen, musst du das Meer überqueren. Statte doch dem alten Seefahrer Mr. Brack in seiner Hütte auf Route 104 einen Besuch ab. Ey, das ist so ein Präsident, wahrscheinlich noch so ein Multimillionär. Hier Kinderarbeit erstmal. Sagt er noch so, ja, bitte mal einfach da diesen Seefahrer, der wird dich da dahin bringen und so. Anstatt selbst das mal dahin zu organisieren, dass der da hinkommt. Please. Er wird dir sicher helfen. Ich kann doch auf deine Hilfe zählen, oder? Wenn dir das jetzt zu schnell ging oder wenn du irgendein Detail vergessen hast, lass es mich wissen. Ich erkläre dir gern alles nochmal. Na gut, ich gucke mir das Videonavi an. Willkommen, Videonavi. Ah, das mit den Streetpass-Zeugs. Nee, das will ich jetzt nicht machen. Beenden, so. Und hier sind jetzt verschiedene Nachrichten. Das hat man auch schon in der Demo gesehen. Und da sieht man immer solche irgendwelche random Nachrichten, denke ich mal. Eine Sammlung seltener Steine, zusammengetragen vom... Achso, ist alles dasselbe. Was ist das? Achso, das ist... so. Das ist nochmal die Möglichkeit, das da einzugeben. Hier haben wir wieder Steine. Okay. Und was haben wir denn hier? Nichts. Tagebuch, kann ich das lesen? Auch nicht. Na gut, dann kommen wir wieder nach unten. Obwohl, das macht mich immer nervös da unten. Ich will lieber meinen Pokédex-Navi haben. Ah, und jetzt haben wir die erste Etage.
Die haben wir gerade irgendwie geskippt. Ich beschäftige mich hier mit der Erforschung der Pokémon-Fossilien. Solltest du zu dem Besitz eines Fossils gelangen, dann komm einfach zu mir. Okay. Oh, das ist ein Multinavi. Ein Navigationssystem, das alle Menschen und Pokémon, also im Grunde die ganze Welt, miteinander verbindet. Das war der Traum unseres Präsidenten. Und mit diesem Gerät ist er in Erfüllung gegangen. Soll ich dir erklären, wie man es bedient? Ach nein, ich lasse dich einfach selbst ein bisschen damit herumspielen. Dann lernst du schon von ganz allein. Ja, ich habe es auch eh schon so ziemlich verstanden. Nach wie viel Stunden Spielzeit? 19 Stunden. Nee, Moment, gar nicht. 19.08 Uhr haben wir jetzt. 4 Stunden. Ich wollte schon sagen 19 Stunden, das kann doch nicht sein. Ich entwickle neue Arten von Pokébällen. Aber noch bin ich nicht sonderlich weit mit der Entwicklung vorangekommen. Kannst ja gerne mal so eine Art Massenproduktion von Meisterbällen mal anfordern. Wir wollen ein Gerät entwickeln, das es uns ermöglicht, mit Pokémon zu sprechen. Doch bisher waren wir nicht sehr erfolgreich. Okay, das ist natürlich auch ziemlich episch. Ich arbeite an einer Vorrichtung, mithilfe derer sich die Träume von Pokémon visualisieren lassen. Das wurde schon erfunden. Ich war völlig aus dem Häuschen, als ich gehört habe, dass ich irgendwo in der Ferne eine Rivalin habe, die an einem ähnlichen System arbeitet. Ach, das ist die Vivian aus Schwarz und Weiß, aus Einall. Genau, die hat das ja tatsächlich entwickelt. Und da muss er sich mehr ins Zeug legen, meinte der gerade noch. Aber na gut, dann sind wir fertig hier in Metaross City. Und würde sagen, wir... Achso, Maike. Wie geht's mit dem Pokédex voran, Gary? Du wirst staunen, wie viele Einträge ich schon habe. Ich habe im Blütenburgwald ein Pokémon nach dem anderen gefangen, bis ich keine Pokébälle mehr hatte. Ich bin im Blütenburgwald übrigens auch Mr. Brack über den Weg gelaufen. Ich wette, er war auf dem Weg zurück zu seiner Hütte am Meer auf Route 104. Gary, du bist gerade hierher gezogen, deswegen weißt du vielleicht noch nicht, aber Mr. Brack war früher ein großer Seefahrer. Na gut. Wir gehen einfach mal zu ihm hin, wie uns das auch gesagt wurde. Muss ich mich eigentlich nochmal heilen lassen oder haben die das für uns schon... Nö, haben sie nicht gemacht. Genau, wir haben ja gegen Team Aqua gekämpft, gegen den einen Rüpel da und dazwischen gab es ja keine Möglichkeit mehr zu heilen. Stimmt. Aber na gut, damit kommen wir dann zum nächsten Ort. Und es ist ja auch schön, mal wieder eine neue Stadt zu sehen. Und vielleicht kriegen wir dann auch schon dort den zweiten Orden, wer weiß. Denn jetzt die erste Arena, die war jetzt mehr so optisch schön, aber es gab jetzt nicht so wirklich so Rätselelemente und sowas, wie es Arenen eigentlich üblich haben. Mal gucken, wie es sich da ändert. Man hat schon aus Trailern gesehen, dass sich die zweite Arena ziemlich verändert hat und eigentlich nicht so wirklich mit dem ursprünglichen zu tun haben soll. Also wie gesagt, von dem, was man gesehen hat. Muss ich gucken, ob ich das besser finde, weil ich mochte nämlich die Idee von der früheren zweiten Arena aus Rubin Saphir Smaragd. Muss ich sehen. Hä? Da war so ein Ausrufezeichen. Moment mal, ist das noch... Na, ist das wieder weg. Da war gerade bei Baumpin auf einmal so ein Ausrufezeichen. Ach ja, das ist auch lustig. Der läuft die ganze Zeit so herum. Warte, Mädchen, immer langsam, Pecco. Oh, du bist doch Gary. Du hast meiner kleinen Pecco das Leben gerettet. Ei, dafür bin ich dir zu großen Dank verpflichtet. Was sagst du da? Du brauchst mein Schiff? Du musst also einen Brief in Faustau Hafen abgeben. Ich helfe dir natürlich liebend gern. Willst du jetzt gleich nach Faustau Hafen? Oder hast du davor noch etwas zu erledigen? Faustau Hafen. Steht auch nur Faustau Hafen, nicht einfach irgendwie ja jetzt lossegeln oder so. Faustau Hafen, wir kommen. Anker lichten, Pecco, mein Schatz, wir stechen in See. Da bin ich jetzt gespannt, wie das aussieht. Oh, sehr cool. Das haben wir, glaube ich, auch in Trailern schon gesehen, ne? Sehr nice. Und ja, ich sagte ja, Höhlen besteht aus viel Wasser. Das hat man gerade ziemlich gut gesehen. Ahoi, wir haben in Faustau Hafen Anker geworfen. Du hast einen Brief für jemanden hier, stimmt's? Wenn du nicht weißt, wo du hin sollst, empfehle ich dir, einfach mal in der Arena vorbeizuschauen. Camillo, der Arenaleiter von Faustau Hafen, kennt die Stadt wie seine Westentasche.
Ja, aber dann muss ich den ja erstmal besiegen dafür. Oh, die Musik ist auch wieder sehr schön. Und ja, das ist Forsauhafen. So ein kleines Strandgebiet, könnte man sagen. Aber ich mache es so, hier erstmal ins Pokémon Center. Oder wir nehmen erstmal das Schild. Forsauhafen, eine kleine Insel im Blauen Meer. So, heilen müssen wir nicht. Wenn man Pokémon an seiner Seite hat, so, kann man Sprachbarrieren überwinden und mit verschiedenen Menschen in Kontakt treten. Eigentlich schon, ja. Wenn ein Pokémon kampfunfähig ist, kann es zwar nicht mehr an Kämpfen teilnehmen, aber außerhalb von Kämpfen noch immer VM-Attacken einsetzen. Das finde ich ja auch geil, wie wenn es total angeschlagen ist, kurz vorm Verrecken ist und einer trotzdem noch durch die ganze Weltgeschichte noch fliegen kann. Oder einen Trainer noch durchschwimmen kann, noch bis zum Ende hin. In der Granithöhle am Rande der Stadt soll man seltene Steine finden können. Granithöhle, okay. Forsauhafen ist eine kleine Inselgemeinschaft, von der, was in Mode, wenn hier was in Mode kommt, macht sofort jeder nach. Ja, Hipster und so, ne? Also der zumindest, der damit anfängt. Obwohl, nee, das ist ja Mainstream, wenn jeder alles nachmacht. Und das dann ja praktisch immer dem Trend nachgeht. Diese Gegend ist als Angelplatz sehr beliebt. Hat auch dich die Angelleidenschaft gepackt? Ja. Schön, deine Antwort gefällt mir. Ich werde dir eine meiner Angeln geben. Nice, Angel erhalten. Und als kleine Zugabe gebe ich dir noch einige Tipps zum Angeln. Stell dich zuerst ans Wasser und wirf die Rute aus. Dann heißt es Konzentration. Wenn etwas an einer Schnur zieht, hol die Schnur schnell ein. Beherzige diese Tipps und genieße das Anglerleben. Das können wir mal gerne machen, wenn wir jetzt hier schon sind. Dann habe ich auch nicht mal was ich auf... was ich auch mal registrieren kann. Denn da kann man jetzt ganz einfach Y drücken und hat das dann sofort eingesetzt. Und das ist jetzt nämlich, denke ich mal, dass es genau, diese Ausrufezeichen kommen und auch dann sofort A drücken. Und wir kriegen ein Carpador. Oh mein Gott, sowas Mächtiges in unserem Besitz. Ich finde es so geil, wie es da so rumzappelt. Das sieht einfach nur so episch aus. Oh nein, der Platscher auf Doom. Aber der Hintergrund sieht richtig nice aus hier. Mit diesem Strand und diesem Berg dort. Ach, so cool. Platscher ist eine starke Attacke, ja. Eine ganz gefährliche Attacke. Ich glaube, mit der Angel kann man eh so gut wie nur Carpadors fangen. Das war bisher immer so. Obwohl, Moment, da ist was. Hier geht es noch weiter. Und sogar ein ganz neues Gebiet. Was? Route 107? Superschutz. Ja, die haben irgendwie mehr mit diesen Übergängen gearbeitet. Wahrscheinlich vielleicht wegen der Leistung, weil es vielleicht sonst nicht geklappt hätte so richtig. Ja, Wasserroute. Okay. Wasserrouten habe ich ja schon mal erwähnt. Wird es einige geben. War vielleicht ging es hardware-technisch nicht, das alles auf eine riesen Map zu packen. Aber naja, mich stört das jetzt auch nicht so sehr. Da bin ich jetzt auch nicht irgendwie jetzt so, ja, so kritisch jetzt, was so irgendwie Leistung an dem Spiel ausgeht. Die Lags zum Beispiel beim Kampf, die müssen nicht sein, wenn man den 3D-Modus einschaltet, deswegen mache ich das auch nicht. Aber ich finde es jetzt auch nicht so extrem schlimm jetzt. Dann nutzt man halt den 3D-Effekt nicht. Ich weiß, was hip und angesagt ist. Darum lasse ich mir nie einen Trend entgehen. Sag mal, hast du schon mal was von den Festen zum Thema Tränke gehört? Es gibt Feste dazu? Natürlich hast du das. Was frage ich da überhaupt? Feste zum Thema Tränke sind im Moment total angesagt. Deine Freunde fahren sicher auch total darauf ab, habe ich recht? Ja, sag ich jetzt mal. Tja, wen wundert's? In letzter Zeit schwärmt da jeder von den Festen zum Thema Tränke. Komischer Typ. Hier war, glaube ich, der Fanclub, oder? Ob Feste zum Thema Tränke woanders wohl noch mehr ein Trend liegen als bei uns? Ich stelle gerade Nachforschungen. Oh, ich hatte das nicht mehr lesen. Feste zum Thema Tränke an.
ob es stimmt, dass zwischen ihnen und den eigenen Pflichtbewusstsein irgendein Zusammenhang besteht? Ja. Oder lag ich also absolut richtig? Ich bin einen Schritt weiter in meinen Bemühungen, hip und aufgeregt zu sein. Habe ich schon mal gesagt, dass ich es unnötig finde, immer zu meinen up-to-date sein zu müssen? Also in bestimmten Bereichen ja, um kein Außenseiter zu werden, aber man muss nicht Mainstream werden. Ich versuche ständig, meinen Pokémon die Bedeutung von Festen zum Thema Getränke zu vermitteln. Doch das ist alles andere als leicht. Ich kann dieses Feste zum Thema Tränke nicht mehr hören. Zurzeit sind, nein, ich lese das jetzt nicht vor, ganz besonders angesagt. Ich könnte mir ein Leben ohne sie gar nicht vorstellen. Ich frage mich, ob im Fernsehen Sendungen über, nein, ich lese jetzt nicht vor, laufen. Och, ich sammle alles, was mit zu tun hat. Egal ob Puppen, Klamotten oder Bilderbücher, ich sammle sie alle. Schnapp sie dir alle! Da staunst du, was? Aber ich muss dich enttäuschen, denn teilen werde ich meine Schätze nicht mit dir. Auch wenn du Protagonist bist, du bekommst nichts. Da kannst du doch so betteln. Chill. Neulich war ich auf dieser auf einem dieser angesagten. Du weißt schon was. Da bist du doch neidisch, oder? Da bist du neidisch, was? Das war der Wahnsinn, total toll. Das war das einzig wahre Fest zu dem Thema. Nein, nein, das. Ihr wisst schon, war auf dem du warst, war nicht das Original. Wie soll ich jetzt erklären? Das echte Fest ist viel spannender, viel schöner und viel mitreißender. Einfach um Welten besser. Wenn ihr meint, na gut. Boah, weg von den Verrückten hier. Was gibt's denn hier so? Schau dir mal das an. Das ist ein Seitenschall. Der letzte Schrei. Oh, deine Augen fangen da förmlich an zu funkeln. Du magst diesen meinen Stil, nicht wahr? Das freut mich. Hier, ich schenke ihn dir. Voll cool. Danke für den Seitenschal. Ein Seitenschal steigert die Stärke von Normalattacken. Dieser wunderbare Schal passt einfach zu allen Pokémon. Zu fast allen. Wow, du hast eine lange Reise über das Meer auf dich genommen, um nach Faust auf Hafen zu gelangen. Ach, es war eigentlich nur kurze Schifffahrt, die in einen Cut ziemlich schnell ging. Bist du hier, weil du von Camilo gehört hast? Der ist so cool. Er ist ein Idol für jeden. Der hat ja auch eine ziemliche Änderung durchgemacht, vom Aussehen her. Da müssen wir uns auch mal von überzeugen lassen. Hier haben wir Route 106. Ich würde sagen, Route 106 gucken wir uns im nächsten Part mal an. Oder sollen wir erstmal zur Arena gehen? Obwohl ich würde sagen, der Mr. Brack, der hat ja auch gesagt, wir sollen ja mal in der Arena vorbeischauen und Camilo reden. Doch, wir gehen im nächsten Part zur Arena. Da haben wir zwar zwei Orden ziemlich schnell hintereinander, aber ich glaube, wir bekommen auch noch irgendwas, was uns hier noch helfen wird. Deswegen erstmal die Arena. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und dann sage ich mal, bis dann.